Hallo Leute, hier ist wieder Nico von Entwicklerpages. Und zwar mache ich mal wieder was ich schon mal gemacht habe, und zwar eine Mod-Vorstellung. Diesmal geht es um das Mod Bacteria, oder Bacteria Mod heißt es eigentlich. Das habe ich mal vor einer Weile gefunden, fand ich eigentlich ganz lustig. Es ist mehr eine Fun-Mod, das möchte ich gleich von Anfang an sagen. Ich denke, für normalen Spieleinsatz ist es nicht zu gebrauchen, aber es ist lustig eigentlich, auch was man damit anrichten kann. Den Link tue ich in die Beschreibung und ich würde jetzt sagen, wir fangen erstmal mit den neuen Blöcken an. Es kommen 4 neue Blöcke und ein neues Item hinzu. Die Blöcke habe ich hier mal alle in einer Reihe. Hier sehen wir auch noch den Schwamm. Und zwar, jetzt werden natürlich einige meinen, der ist noch nicht neu. Ist er auch nicht, aber im Gegensatz zum normalen Spiel ohne Mod, ist er jetzt verfügbar in der Welt. Das heißt, er wird mitgespawnt auf natürlichem Wege im Wasser. Kann ich später mal zeigen. Und man kann ja auch craften. Das werde ich auch noch gleich zeigen. Der nächste Mod ist sozusagen die Grundbasis aller anderen Blöcke. Das ist der Mist, wenn ich mich nicht irre. Nee, Must heißt er. Must-Block. Dieser ist, ja, eigentlich sozusagen die Grundbasis. Den kann man noch sozusagen vermehren. Und der droppt dann auch das Item. Das habe ich jetzt ganz vergessen hier. Das ist dieses Item, Bunch of Bacteria. Der droppt das auch, wenn man das richtig macht. Das zeige ich später auch noch, wie man dieses kriegt. Wie man das richtig macht. So, das nächste ist der Hauptblock sozusagen. Das ist eine Bakterienkolonie. Hier steht ja auch Bakteriumkolonie. Und zwar, ja, ich denke, die Verwendung mache ich, zeige ich gleich später. Es geht darum, das ist ein Bakterien und das frisst andere Sachen auf. Die gehen kaputt. Na, was ein Glück, dass ich gleich 9 eingepackt habe. Und zwar fressen die andere Blöcke. Wie man sie genau verwendet, zeige ich gleich. Fällt mir gerade auf, natürlich ist die Spielmusik noch an. So. Ich denke, so ist es besser. Gut, habe ich ganz vergessen. Und ja. Das wäre dann hier der nächste Block, der rote. Dieser ist in der neuen Version ist verfügbar. Ich weiß nicht, seit wie vielen Versionen. Und zwar ist es der... Jetzt habe ich selbst den Namen vergessen. Replacer, genau. Ich habe an Repeater gedacht. Replacer. Block und dieser funktioniert genau wie der Bacteria Mod, nur dass der anstatt die Blöcke zu fressen, sie ersetzt durch einen anderen Block. Und der letzte in der Reihe hier ist der Jammer, genau, Bacterium Jammer, der vernichtet sie dann wieder. Also die Ausbreitung. Gut, dann fangen wir am besten mit den Crafting Rezepten weiter. Ich habe die eben alle reingetan. Das erste hier ist, das zeige ich gleich nochmal, ein Crafting Table. Und zwar ist es, ja, vielleicht denken sich das schon einige. Ich kann das nicht erkennen aus der Form, ich denke, weil ich das vorhin schon gesagt habe. Und zwar ist es der Schwamm. Den kann man jetzt auch nicht nur finden, den kann man auch craften. Gut. Das ist die Hauptbasis eigentlich aller anderen Sachen, aber... Ja. Das nächste, was wir brauchen, ist der Mast. Und zwar, was mache ich denn da jetzt? Ist es ja sozusagen Gammelzeug, ein Gammelmist. So, und den kriegen wir, indem wir einen Schwamm über einen Wassereimer tun und an den beiden Seiten nochmal Brot, damit das wirklich schon richtig weggammelt. Ups, und dann haben wir hier so einen, noch einen Mastblock. Dann kommen wir zu dem wichtigsten Block dieses Mods. Und das wäre... Ach nee, warte, wisst ihr was? Doch. Genau, dann braucht man dieses Bunch of Bacteria. Wie man das kriegt, zeige ich gleich noch. Das habe ich ja schon gesagt. So, der wichtigste Block dieses Mods ist eindeutig die Bakterienkolonie. Und dann bleiben noch 2 Rezepte übrig. Das wäre einmal... hallo? Das ist falsch, aber ich habe ja immer hier... Kohle noch. Genau, wir brauchen nämlich Kohle jetzt. Wenn ich eine Redstone-Fackel einsetzen würde, wäre es das gleiche. Nee, wir brauchen Kohle. Dann kriegen wir den Replacer. Ja, Bakterien. Gut, und allerletztes bleibt nur noch der Jammer. Das ist hier die Form. Dazu braucht man 4 Kabels, ein Eisen und 3 Bakterien-Kolonien. Hab die Redstone-Torch und das Eisen schon erwähnt?
Die werden in jede Ecke einmal getan. Dann so, so und so. Da kriegt man einen Jammer. Den zeige ich als allerletztes. Und ja, dann sind wir alle Rezepte durchgegangen. Gut, als nächstes kommen wir zu den Farmen von, wie heißen die Teile jetzt nochmal? Das vergesse ich immer wieder. Die waren hinter den Eiern. Das war, da. Bunch of Bacteria. Gut, und dazu muss man nämlich Must Grown. Da steht nochmal alles auf der Webseite beschrieben. Ich mache das jetzt mal alles hier. Oder Webseite im Forum. Und zwar tut ihr es einfach so ins Wasser. Ihr seht schon, das Wasser fließt raus. Und, ja. Mache ich mal hier die Sachen raus. Da habt ihr es gerade gesehen. Der ist einen Block hochgegangen. Und, ah, verdammt. Beim Test ist es nicht ausgelaufen. Los, komm schon. Das wird sich jetzt mit der Zeit immer so hochfarmen. Ich hätte gleich alle zumachen können, oder? Nein, es ist mir das Glas ausgegangen. Das brauche ich auch noch später. Na egal. Wozu gibt es denn sonst too many items? Der beste Freund eines Minecrafters. So. Das war's dann jetzt auch. Dann mache ich aber mal hier noch hinzu. Gut. Und jetzt wird halt, muss man halt warten mit der Zeit, bis es alles hochkommt. Und dann, ihr müsst auf achten, der oberste Block bei so einem Wasserteil, also wie gesagt, das ist wirklich ein Wasserteil, wo es runterfließt, in einem Glaskasten. So, und der oberste dürft ihr nicht erbauen, der ist noch nicht fertig geground, oder wie ihr das nennt, sondern nur den da unter. Das mache ich jetzt mal. Und dann kriegt er so einen Brunch. Ich will mal Brunch sagen. Gut, und damit haben wir auch eigentlich schon einen guten Teil hinter uns. Und jetzt kommt es natürlich zum Wichtigsten überhaupt. Was macht er überhaupt? Also, als erstes platziert ihn irgendwo hin. Auf die Erde oder so. Ich habe hier einfach solche Würfel gebaut. Und so, und jetzt würde der alles fressen, was ihm sozusagen in den Weg kommt. Aber er würde nicht einfach so, also ihr müsst noch irgendwas rauftun. Ihr könnt bis zu 3 Blöcke rauftun. Ich mache hier mal Erde rauf. Ich könnte hier jetzt noch Sand oder Stein aufmachen. Dann würde ja auch alles auffressen. So, ich mache mal so. Und dann braucht ihr eine Redstone-Fackel, mit der aktiviert er das. Und dann fängt er an, alles der Art von dem Block, der da drauf ist, zu fressen. Da sehen wir es. Frisst und er frisst und gleich ist er fertig. Und hat alles aufgefressen. So, das ist noch der letzte Block. Der verschwindet auch noch gleich. Boah, hier ist es schon richtig hochgefarmt, wie ihr sehen könnt. Schon richtig viel. Gut, ich glaube, das war einleuchtend bezeichnet. Ich möchte später eigentlich sozusagen auf die Gefahren eingehen. So, der Replacer-Block funktioniert etwas anders. Jetzt fällt mir auch auf, dass ich ganz schön gefährlich war und ein bisschen blöd nicht nachgedacht habe. Denn der wird mir gleich die ganze Höhle auffressen. Das kann ich schon mal ankündigen. So. Denn der Replacer-Kolonie, die machen das ähnlich, nur dass sie keine Begrenzer haben, sondern der Block, der auf und drauf steht, ist der Block, durch den ersetzt werden soll. So. Ihr startet ihn genauso wie den anderen. Und alles, was er befällt. Ach nee, er befällt nur eine Art des Blocks. Ja, das ist ja wunderbar. Genau, das habe ich nicht ganz gewusst. Der befällt nur die eine Art, also nur Erdblöcke zum Beispiel. Wenn er auf Erde gestartet wird, befällt er auch nur Erde. So, und der macht jetzt komplett hat den kompletten Würfel in Glas umgewandelt. Das heißt, er ersetzt die Blöcke, wie der Name schon sagt. So, und damit haben wir auch eigentlich schon die Wirkung durch. So, jetzt möchte ich nur auf den letzten, und zwar den Jammer eingeben. Deswegen mache ich jetzt einfach mal so ein bisschen, dann tun wir hier eine Kolonie rauf, die soll Erde fressen. Und hier tun wir einen Jammer-Block hin, mitten in die Erde rein. Der kann, oh, das erzähle ich gleich. So, jetzt starten wir die Kolonie. Sie fängt sofort an, frisst sich dadurch. Und gleich stürzt sie auf den Jammer. Wir haben gesehen, jetzt steht da Kill it 5, aber er ist noch nicht ganz fertig. Er hat ihn noch nicht alle erwischt. Also ein bisschen buggy ist er, aber er hat selbst den Block, der hier drin stand, entfernt. Und selbst überlebt er.
So, der bringt alle Kolonien im Kreis von Radius von 500 Blöcken um. Wie wir sehen haben, aber nicht ganz perfekt. Scheinbar war das ein Bug oder so, weswegen das noch übrig geblieben ist, aber eigentlich sollte er im Radius von 500 Blöcken alles vernichten. Ich mach mal wieder Tag und ich schalte mich in den Kreativmodus. Ihr werdet gleich draußen ein bisschen Öl sehen, da. Das liegt daran, weil ich Buildcraft noch drin gelassen habe und damit die Welt erstellt habe. Das ist natürlich blöd von mir gemacht. Aber das, worauf ihr mehr achten solltet, ist die Gegend hier. Ihr seht schon alles steinig. Wir kommen hier direkt an die Erze ran und die Bäume fliegen auch. Das hat damit zu tun, dass ich mir eine Kolonie gestartet habe mit Erde drauf und deswegen hat er mir die gesamte Erde abgefressen. Das habe ich eine ganze Zeit lang laufen lassen. Wenn man so kurz danach sofort beendet und speichert, dann ist es weg. Also durch rausgehen aus der Welt und wieder reingehen, werden die Kolonien alle gelöscht. Aber wenn ihr schnell genug macht, wird nicht mehr Schaden angerichtet. Aber wenn ihr zu langsam seid, also wenn wirklich was passiert, dann sieht das ungefähr aus wie hier. Wir haben hier riesige Felder, die wirklich nur die gesamte Erde abgefressen wird. Das heißt, hier ist ein Sumpf gewesen und der ist jetzt komplett freigelegt von jeglicher Erde. Hier ist eine Grenze, hier hat er nicht mehr weitergemacht oder hier kam er nicht weiter. Hier kommt dann wieder Erde vor. Hier hat er wirklich überall lang gefressen und hier ist eine Ecke. Vielleicht finden wir auch ein paar Schwämme hier in dem Wasser. Sumpfwasser ist vor allem, da findet man Schwämme. Hatte ich hier doch mal ein Gebiet, wo ganz viele Schwämme flogen, weil es schon alles weggefressen war, die Erde. Na, sehen wir hier vielleicht noch einen Schwamm irgendwo? Ich will euch einen Schwamm zeigen. Ja. Okay. Fliegende Blätter ist natürlich auch nicht schlecht. Aber uns geht es ja eigentlich um Bakterien. Also ich denke, ihr habt gesehen, was für Schaden damit anrichten kann. Ich finde hier leider da, tatsächlich, hier. Einfach so ein Schwamm im Wasser. Grundlos platziert. Okay, grundlos nicht, wir wollen ihn ja benutzen. Das ist der Grund. So, und als letztes, da ist noch einer. Und war da nicht noch einer eben? Nein, das war ein Kohleblock, Kohleerz. War hier nämlich hinten noch eine Wüste. Und jetzt möchte ich euch sozusagen einen Live-Ansatz nochmal zeigen. Und zwar werde ich. Oh, was mache ich jetzt? Ich bin ja auch am Überlegen. Wir setzen hier erstmal auf Sand an. Später kann ich mir noch, während das Sand weggefressen wird, überlege ich noch, ob ich das wirklich mache. Ich denke schon. So, und dann setzen wir. So, jetzt fängt er an. Gleich wird er die gesamte Wüste hier auffressen. Jetzt zieht sozusagen die ganze Schicht darunter. Weg. Das breitet sich wirklich übelst aus. Deswegen werde ich jetzt hier mal einen Jammer hinsetzen. Und alles ist weg. Diesmal hat es geklappt. Aber wir sehen, es hat trotzdem schon einiges angerichtet. Ich hätte natürlich jetzt noch weiterlaufen lassen, aber ich wollte warten, weil ich denke, wir suchen uns einen besseren Ort, wo mehr Stein ist. Zum Beispiel da hinten, da wo ich noch nicht war. Und dann will ich euch mal zeigen, dass man auch mehrere, also wie gesagt, man kann bis zu drei Blöcke auf dem Block platzieren und alle drei werden dann mit gefressen. Das möchte ich hier jetzt nochmal anwenden, und zwar diesmal auch mit Stein drauf. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Stein. Dann brauchen wir Erde. Und dann starten wir ihn. Et voilà. Er frisst. Allerdings, im Gegensatz zu meinen anderen Tests, wird er jetzt wirklich alle Sterne und die gesamte Erde wegfressen. Wir sehen ja schon, jetzt guckt er der hintere nicht gerenderte Teil durch. Es wird gleich wieder alles erscheinen, aber wir sehen, da fällt schon ganz viel Kies runter. Da ist Eisenerz freigelegt worden, das ist echt übel hier. Da kommt er kaum noch mehr hinterher mit der Aktualisierungsrate. Deswegen werde ich jetzt hier mal, damit wir jetzt uns das Ergebnis angucken können, bevor der Computer hier noch abstürzt. Nein, ich wollte den German-Block jetzt. Ach du Scheiße. Das ist ja auch der falsche. Wir sehen hier schon, mein Computer kommt echt. Boah. Los, komm, komm. Mal kurz Pause drücken, damit das hier vielleicht.
sich ein wenig beruhigt. Aber vom Beruhigen war jetzt echt nichts zu sehen. Na, hat's geklappt? Ich habe einen gesetzt, aber ob es funktioniert? Ich bin ja noch nicht ganz zuversichtlich. Ach komm, ich mache jetzt einfach mal kurz raus aus der Welt und wieder rein. Und rein in Bakterien. Und wir sind mitten im Stein, weil die zuletzt entfernten Blöcke werden wieder generiert. Normalerweise wirklich nur die letzt entfernten Blöcke, aber in diesem Fall hat er scheinbar wieder alles zurückgemacht. Hallo? Bin ich überhaupt in die richtige Richtung? Scheinbar, ja. Aber wir sehen schon, oh, da breitet sich das noch aus. Weil er halt nicht alles befällt. Boah, ey. Das ist ja echt heftig. Genau, weil es wahrscheinlich in einem anderen Schank war. Schau mal, werden nur die im Schrank gelöscht. Und jetzt holen wir uns mal wieder schnell den Jammer, bevor es sich diesmal wieder so weit ausbreitet. Nein! Das ist schon heftig. Ach. Man kann auch kaum noch die richtigen Block selektieren. Der springt immer zu weit. Aber diesmal warm. Alles weg. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was er hier angerichtet hat. So. Jetzt rendert er nochmal alles schön. Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. Das ist ja echt. Boah. Der hat hier so ein mega Loch eingerissen. Und mit diesem Loch. Okay, da wo Lava ist, ist natürlich Pech. Die fließt, läuft aus. Und auch das Wasser ist natürlich nervig. Aber wir haben hier alle Erze freigelegt. Oh, ein Schafi. Dich werfe ich runter. Ui. Okay, das war jetzt mies. Aber wir sehen, hier ist jegliches Eisen freigelegt, Kohle freigelegt. Besonders Kies fällt runter. Was natürlich ein bisschen nervig auch ist. Das Grab was verbrannt. Ja, also ihr müsst damit aufpassen, aber es ist ein lustiger Fun-Mod. Ich würde ihn nur nicht auf eure eigene Welt anwenden. Jedenfalls nur mit Vorsicht. Und das war's denn jetzt auch schon von mir. Ich bin jetzt fertig. Hier ganz schön viele abgetrennte Bäume sind hier. Huch, Schluck auf. Na, okay. Dann würde ich mal sagen, das war's jetzt auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und ich glaube, ich. Kann ich das widerstehen? Oh, ich kann nicht widerstehen. Ich sag doch noch nicht Tschüss. Oder? Sag ich doch Tschüss? Wieso breitet er sich jetzt nicht aus? Ah, ja. Jetzt. Hui. Und alles wird aus Stein. Na gut, jetzt ist aber echt Schluss. Bis zum nächsten Mal mit Entwicklerpage.